Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream, und ich heiße euch herzlich willkommen in War Thunder. Als erstes muss ich mich entschuldigen, dass das Video hier zu spät kommt. Grund war so ein bisschen, ich hatte morgens einen wichtigen ärztlichen Termin, war noch müde, leg mich hin, jo, Mittag, scheiße. Ja, ich bin erst um 15 Uhr wach geworden, also es tut mir leid. Also wir haben jetzt 15 Uhr und gesagt, paar Minuten danach, und naja, was soll ich sagen, kann passieren. Ich habe wieder vergessen, meinen Wecker zu stellen. Ich bin aber auch nicht davon ausgegangen, dass ich überhaupt einschlafen kann, nachdem ich dann da diesen ärztlichen Schittern da mit durchziehen musste. Aber na gut, ja, dann ist das so. Keine Sorge, auch dem DJ geht's gut. Er hat nur ganz leichte Schmerzen im Bauchbereich und wollte einfach mal was checken lassen. Aber scheint nur wieder eine Verdauungsstörung zu sein. Ist halt kacke ohne Gallenblase. So, ja, ich dachte mir, ich hab diese Fantasie schon seit Wochen, seit Tagen schon. Ich wollte mal wieder ein IS-3 fahren, ne? Und weil ich aber beim letzten Mal euch schon gesagt habe, ich mache jetzt wieder die Sowjets, weil mir geht das, ne? Ja, es sind halt viele Kollegen da draußen, YouTube-Kollegen da draußen, die boykottieren gerade dieses Spiel wegen dem Krieg. Dabei können die Entwickler von dem Spiel einen Rattenschiss dafür. Die können nichts dafür, ne, dass da jetzt so ein Krieg existiert. Die können nichts dafür. Dementsprechend denke ich mir, können wir auch wieder die Sowjets fahren, ne, und fliegen und schippern. Na, ohne dass da irgendwie, weil, wie gesagt, ist nur ein Spiel und nicht die Real-Life-Realität richtig. Also, ne? Und ich sehe gerade hier entweder auf euch mit den Augen oder vielleicht seht ihr das auch. Also, für Lack sieht das nicht aus. Guckt mal, L und dann das sieht aus wie ein J. Das wird hier von dieser Platte da so ein bisschen, ne? Gut, Lack, ey. So, jo, dann würde ich mal sagen, auf die Schlacht, ne? Ich bin nämlich richtig heiß drauf, jetzt mal wieder hier mit IS-3 oder mit den T-54 Modellen zu fahren. Gut, ich habe hier vieles andere auch dabei. Gucken wir mal, wie sich das ergibt, ne? Ich muss noch die SU-100P ausbauen. Ach, die geht mir voll auf den Nerv. Ich sag's mal so, ich sag's ja immer, auf der perfekten Position ist das Ding ein Monster, ne? Das Problem ist, finde A, die perfekte Position, und B, sei geschützt auf der perfekten Position. Das ist der wichtige Punkt. Sei geschützt, und ich habe bis jetzt noch nicht die ich habe es jetzt noch nicht so richtig gefunden. Gut, gut, nee, die Karte Polen. Die Karte Polen, da ist gut. Da ist richtig gut, wenn du es da hochschaffst an der Seite, da, wo man so schön flankieren kann, ja. Da ist eine gute Position, aber das Problem ist, das weiß auch jeder, ne, von der Gegenseite. Das weiß wirklich jeder. Als die Karte noch frisch war, das war schön, Leute. Das war richtig angenehm. Die Leute haben überhaupt nicht gewusst, dass da jemand in die Flanke fahren kann und da ballern kann, ne? Ja, gut, in den ersten Rängen vielleicht, da sind auch noch welche dabei, die kennen diese Ecke gar nicht, ne? Da sind vielleicht welche wirklich dabei. Wow, ey. Hängt wieder der Hamster im Rad fest oder so? Gaijin, der Hamster hängt fest. Lasst mal einen in die Schlacht rein. Ja, keine Ahnung. Oder ist das die Strafe, weil ich längere Zeit auch bei diesen komischen, ja, ich fahre jetzt nicht, ich mache jetzt nichts mit den Sowjets und sonst was mitgemacht habe. Ich sehe doch selber den Fehler. Der Stau existiert überall. Was ist jetzt los, Leute? Rechnung wieder nicht bezahlt. Nee. Sie haben Server gekauft bei Nitrado. Nein, nichts gegen Nitrado, obwohl ich bin kein Fan von Nitrado. Ich bin immer noch ein Fan von G-Portal. Aber jeder ist so ein Geschmäcker, ne? So, endlich mal wieder hier. Oh, ich liebe den IS-3. Ich weiß, er schwerfällig ist. Boah. Aber wenn man mit dem Ding irgendwo aufplackt. Es gibt schon viele andere Fahrzeuge, die fahren rückwärts, wenn sie den sehen. Außer ein Leo ist drin. Wenn ein Leo drin ist, dann fahre ich rückwärts. Oh, schön, Ferdinand. Da habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
Viele russische Fahrzeuge, nein, Deutsch, da T69 ist ein Japaner. Aber T55 an, okay. Okay, da vorne herrscht wieder Stau. Ach Leute, staut euch doch nicht gegenseitig ein. Ja, ist ja gut. Komm, geh, komm runter, mein Freund. Was ist die Akku, der Typ da? Okay, der hat jetzt aus Versehen eine Vollbremse gemacht. Ja, okay, kann passieren, ne? Vollbremse kann passieren. So, wir nehmen A ein. Die ganze Rotte fast fährt nach A. Das ist ein bisschen unangenehm. Shit. Nur sagen, der Kollege, der ist nicht mehr. Oh, schade. War ein Versuch wert, da hinten ist einer. Wrong. Junge, ich bin in IS-3, bitteschön. Aber du bist ein BP-1. Deine Rocket könnte mich knacken. Der Kerl mit der Marder. Tausendmal. Alter, der war ja. Das war ja göttlicher Schuss. Das war ja genial. Ich glaube, damit hat er auch nicht gerechnet. Der hat sich gedacht, komm, das packe ich. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass der Schuss daneben geht. Ich würde jetzt am liebsten sagen, yo, ich bin voll der Profi mit dem Ding, aber das stimmt nicht ganz. Aber ich liebe diesen Panzer, ich sag's mal, wie es ist. Ja, der ist nicht zu sehen. Okay, der Marder-Kollege hat den da umgelegt. Der markiert auch alles schön fleißig, glaube ich. Ja, jetzt nochmal das Blablam. Da kommt schon wieder ein Helikopter. Der ist irgendwo hinter den Felsen da. Das was ist. Was? Achso, M55. Achso, der Charion. Ich dachte jetzt die Maus. Hallo, das wäre ein bisschen zu krass. Obwohl. IS-3? Ja, doch, es ist möglich mit dem IS-3 die Maus zu durchschlagen. Das ist schon möglich. Okay, wir gehen mal hier rüber. Braucht mein B ein bisschen Hilfe. Sieht auch so aus, als könnte ich hier durchfahren ohne Probleme. Ja. Naja. Aber das Gequatsche von Mars ging mir ehrlich gesagt auf den Nerv. Vor allem, dass er jedes zweite Mal gesagt hat, sie müssen abnehmen. Diese 10 Kilo zu viel, das ist nicht gesund. Ja, ja, er will mich in Kur schicken, Leute. Er will mich in Kur schicken. Wegen 10 Kilo. Wegen 10 Kilo will er mich in Kur schicken. Ich lach mich kaputt. Wegen 10 Kilo. Er will auch nur meine Kohlen haben, der Mistsack. Aber so ist das halt. Also es gibt auch Ärzte, die sind nicht giebig, ne? Die haben kein, nicht nur Geld im Kopf, aber... Leider schon zu viele Ärzte kennengelernt, die einfach nur meine Kugeln wollten und mir nicht. Oh, shit, ich hab's mir auch gedacht. Das war jetzt Mäuschen, na, Katz-und-Maus-Spiel. Das war eine miese Nummer. So, dann packen wir mal etwas aus. T54, am besten nehme ich den mit dem Premium, also hier mit dem Talisman drauf. Ne? Jetzt auch ganz mal schlecht. Oh! Wir haben ein Problem, da oben fliegt das Scout rum. Wow. Das Ding ist nicht ohne. Ja, ein bisschen primitiv in meinen Augen. Also so, na, das allererste, so ein Helikoptermodell, ein älteres, aber trotzdem, er war imstande Luft-Luft-Raketen rauszuballern, ey. Nicht Luft-Boden-Raketen rauszuhauen. Gut, auch erst die allerersten Modelle, ne, diese SS-11-Dinger, die auch nicht so ulti sind, aber dennoch, ja, sie können trotzdem wehtun. Was haben wir denn da hinten? Ein Objekt. Da war ein Objekt. Was macht der da?
Gibt es auch irgendein Gebäude dazwischen? Oh, T34, das den ich jetzt nicht gesehen habe. Das wollen wir lacken. Ach stimmt, ich habe hier eine schnellere Nachladezeit mit meinem T54. Ich bin jetzt gerade am ES3 so gewöhnt. Okay, vor mir soll einer sein. Ich sehe nur leider nicht. Tja, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Und wir werden hier überrannt. Sehr deutlich überrannt. Schade eigentlich. Lief ganz gut am Anfang. Okay, der Kollege nimmt A, nimmt B ein. Oh shit. Ich bin nicht durchs Objekt durchgekommen. Was ist das denn, Teil? Was bist du? Ah, was? Objekt 122 hat Raketen? Ich jetzt? Ohne shit. Ich glaube nicht, dass das Rauchding jetzt noch hilft, aber man kann es ja trotzdem mal hoffen. Weil die Funken, die bei meinem Fahrzeug rauskommen, die sieht man. Oh shit. Jo. Der gibt mir jetzt den Rest. Eh doch nicht. Er hat gerade daneben geschossen. Das hat man auch gehört. Okay, wir schaffen das hier nicht so richtig. Also gut, der Ticker ist jetzt ein bisschen ausgebremst, aber wir brauchen ja 2 Punkte. Und, oh, okay. Kollege, du warst tot, ne? Schön. Wie sieht's mit A aus? Bestimmt scheiße. Wow, wir hatten die Hütte da weggerissen, ey. Die war doch noch gut. Gut, kam das her. Ich hab's nicht gesehen. Mhm. Das glaubst du jetzt nicht. Der hing an so einem perfekten Punkt rum, wo man einfach niemanden sieht. Ja, komm, was soll's. Dann machen wir hier Versuche ihrer Ivan zu spielen mit der ZSU. Ne? Ihr wisst alle, was das Ding so ist, was das Ding drauf hat. Alter. Ach so. Ich hab grad gedacht, hä, was war das? Hahaha, das Ding ist einfach Bombe. Ja. Ach man, davon könnte man ein paar mehr gebrauchen hier in dem Spiel. Okay, wir haben schon so einige. Oh, hilfreich, jetzt durch. Oder wir kriegen die Flanke. Oh, schade. Zeit hat Zeitfaktor. Oh. Hat mir noch eine draufgegeben. Mieser Dreckshund. Egal. Ja, die Runde ging jetzt so. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Die Begeisterung hält sich gerade in Grenzen. So. Ja, aber es ging. Es macht Spaß. Ne? Das macht mich. Oh, wir haben eine Kiste. Jetzt muss man wieder ein paar Schlüssel zulegen. Momentan lohnt sich ja richtig. Momentan lohnt sich irgendwie. Ich weiß nicht, aber ich ziehe in letzter Zeit ein paar Skins, wo man sagen kann, ja, das lohnt sich sogar, die zu aktivieren. Ne? Ja gut, wenn man den hohen Rängen hier fährt, dann muss man halt mit einer Menge Kosten rechnen. Ne? Na gut, dann nochmal auf in die Schlacht. Und dann wieder mit IS-3 gleich voran. Währenddessen habe ich gerade hier auf meinem Zweitrechner sogar mein Virenbearbeitungsprogramm gerade aktiv angemacht. Ja Leute, der ist ja nicht immer an, der Zweitrechner. Mal, oh, ihr müsst mal unsere Stromrechnung sehen. Also, ihre Rechner sind an, meine Rechner sind an. Ja. Echt heftig. Und gelegentlich muss ich ihr sogar noch beibringen, nicht immer im Bad das Licht anzulassen, was mich so nervt. Ich denke mir immer so, sag mal, wo sind wir hier eigentlich? Man kann auch pinkeln gehen, wenn das Licht aus ist. So schlimm ist das nicht. Ja gut, egal. Ja. Da will ich jetzt auch nicht gegen Frauen schießen. Ne? Die einen kommen damit klar, die anderen nicht. Pum, aus. Also, ne? Da will ich jetzt echt nicht. Frauen sind ein wertvolles Gut, muss man dazu sagen.
Ja gut, ich glaube nicht, dass da draußen einer von euch jetzt ist, der jetzt sagt, Frauen sind schlecht, Brumme nicht. Ja, von wegen, Brumme dringend. Brumme echt dringend. So, nur in einem politischen Arbeitsbereich einfach gar nicht. Nimmt mir das nicht übel, aber ich finde es einfach immer eine schlechte Idee, eine Frau ins Militär zu schicken. Zumindest, wenn sie keine Ahnung von dem ganzen Kram hat, ne? Warum das immer gemacht wird, ja, die mit ihrer Frauenquote übertreiben es in der Politik wirklich, nicht beim Militär. Sorry, wenn die Person keine Ahnung hat, ne, tut doch lieber einen General da für den Bereich reinschicken. Das geht doch eher. Der hat Ahnung, der kennt sich mit den ganzen Schüsselmengen aus und was für Blöden ist. Weil mir tut das echt in der Seele weh, dass die Bundeswehr gerade für einen Scheiß durchmachen muss. Nur weil irgendwer meinte, er müsste unbedingt den ganzen Bundeswehrkram da kaputt sparen. Die armen Soldaten und Soldatinnen, die freuen sich nicht gerade über den Shit. So. Das hier ist nicht gerade die Lauerstellung, muss man dazu sagen. Okay, kommt von der Flanke her. Also von da. Könnte man sogar noch was machen. Na gut, sein Getriebe ist im Eimer. Sein Getriebe ist im Eimer. Da ist ein T55. Ich weiß gar nicht, ob der IS-3 ein T55 auseinandernehmen kann. Ich bin definitiv nicht ganz sicher. Blom, blom, blom. Naja, siehst du nur. Mist, da ist irgendwas dazwischen. Irgendwas ist dazwischen, ich sehe ihn halt auch nicht so richtig. Och, sieh den Funken da, das sah ja jetzt das geil aus. Ach, shit. Ach man, ey, warum hat der... Ich kann es euch nicht sagen, was das ist, also... Jetzt mal ehrlich, der hat jetzt überhaupt gar nicht richtig machen wollen. Ich drück und drück und drück, nichts passiert. Er ist schon nachgeladen, aber er drückt. Kein Plan. Oder war die Anzeige gerade ein bisschen blöd? Ja, Tilavi, du kannst mich mal. Zwei kommen zu mir. Wir sehen nach. What? Echt jetzt? Wo? Oh, da sind wir wieder bei dem bestimmten Punkt, warum ich manchmal dieses Game hasse. Ja, manchmal. Ich liebe dieses Game, es macht mega Bock, aber es gibt auch Momente im Leben hier in dem Spiel, wo man sagt, so, Leute, das gibt gar nicht. Ach, komm jetzt. Jetzt kommt die Farce oder was? Jetzt wird mir hier so richtig nervtötend abgenervt. Oh, dann nehmen wir mal den PT. Der ist ganz beliebt immer noch, der 76-57. Hat ein kleineres Kaliber, aber ist richtig geil, das Teil. Hat auch richtig Bock damit, Helikopter vom Himmel zu rattern. Achso, ich kann jetzt spotten. Ich kann ja spotten. Das vergesse ich mit dem hier immer. Jo. Das ist schön. Jetzt kommst du aus dem Spawn nicht raus, weil da hinten irgendwo so ein Mistsau rumsteht und chillt. Na? Das ist natürlich Shit. Was ist das denn für ein Teil? HK2? Ach so, ja, jetzt. Ja. Hat ein bisschen gedauert. Ich habe gerade überlegt, was ist denn ein HK2? Ah, der T54, der nervt ein bisschen. Und der Heli ist nicht nah genug dran, um mir eine reinzuziehen. Den Sound erkenne ich auf einen halben Kilometer, ey.
Er weicht den Schüssen aber auch sehr genial aus. Oh. Ist er weg. Okay, die sind alle beide noch markiert. Ich gehe mal mit dem Heli hoch. Das ist ja nicht zum Haushalten mit denen da in der Flanke. Du kommst hier ja gar nicht aus dem Spawn aus. Wo sind wir denn hier? Ja, fürchterlich. Oh, cool. Irgendwie eine Bell oder sowas, ne? Ich liebe dieses Teil. Oh, schade. Den habe ich jetzt nicht mehr gekriegt. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Lass mal sehen, was ist denn da? Irgend so eine Selbstpalette. Könnte was Großes sein, könnte was Kleines sein. Ist ein Ferdi. Das ist ein Ferdinand, das ist ziemlich übles. Aber der Ferdinand kann nicht. Achso, der Beschuss kommt von da hinten, der Roycard. Oh. Hey, die CSU. Da ist eine CSU drin. Hab ich gesehen. Da hinten am Kartenente. Echt jetzt? Guckt euch das an. Was sind denn das für miese Drecksäcke? Da hinten am Kartenende rum und chillen ihr live. Jo. So seht ihr auch aus. Echt, ey. Jo, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben hier Leute in der Flanke sitzen, die uns richtig nerven. Ja, schieb dir dein fettes Huhn sonst wohin. Ich bin jetzt ein fettes Huhn, aber ihr kommt ja. Ne? Muss mal kurz nachladen. Dem hauen wir erstmal richtig eine drauf, der Mistsack. Der kann sich erstmal hier warm anziehen. Wo ist denn der genau? Der steht da hinten hinter dem Stein. 100 Pro. Ja, der ist hinter dem Stein, der feige Hund. Au! Wo kam das her? Oh shit! Aus dem Hinterhalt. Keine Chance, weil der Schuss wird mich umlegen. Oder? Er brennt selber. Er ist ziemlich gearscht gerade. Komm, 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 komm. Reparier mal ein bisschen schneller und dreh den Turm, dreh den Turm. Der ist schon weg. Türmchen drehen. Jo, jetzt geht's wieder. Okay, okay, ich glaube, der ist weg. Nee, der Roycard ist tot. Der Roycard ist tot, aber der da hinten lebt noch. Oh, na ja, gut, egal, egal. Hauptsache, na, Hauptsache. Ja, bei dem Panzer lohnt sich natürlich, die volle Munition mitzunehmen, weil die kriegt ihr so schnell durchgerattert und ich habe nicht die volle Munition dabei. Also, teilweise lohnt sich mit dem hier allerdings auch, für diejenigen, die das Ding haben. Lohnt sich das Ding auch hier mit HE-Munition zu bestücken gegen die Helikopter, ne? Oder Flugzeuge. Tatsächlicherweise lohnt sich das dann. Daher, dass man immer schön hin und her wechseln kann. Oh. Bisschen Drift-Action macht mit ihm. So. Ich mag ihn, der ist irgendwie nice. Ich nehme den halt nicht immer, ne? Ich nehme den nicht immer. Verstehe auch nicht warum. Er ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Er hat einige Eigenschaften mit sich, wo man sagen kann, hey, das lohnt sich. So. Was ist denn da für ein Panzer? Boom. Aber egal was da war, es war, ist tot. Ah, es ist ein Tiger 2 gewesen. Alter, hört ihr den Sound, ey, boah. Aber der müsste eigentlich mal langsam leer sein mit seiner Rüstung. Der müsste mal als leer geschossen sein, der Kerl. Eigentlich dürfte er ja schon gar nichts mehr haben. Wir müssen mal hier ein bisschen nachladen. Okay, bei A will einer einmarschieren. Schicken wir mal die Artillerie. So, lad mal richtig schön nach hier den Batzen da. Leider so langsam, so in kleinen Sätzen, ne? So, der Typ will in die Flanke rein. Wo schön und ist tot.
Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Oh, schönes Geschütz. Sieht schön aus. Oh, echt jetzt? War das gezielt? Ich glaube nicht. Der wollte den anderen treffen und hat mich jetzt erwischt. Oh, schöner Treffer. Aber er ist auch jetzt tot. Ja, gehen wir davon aus, dass die Runde hier gut ausgeht. Ja, 5 Abschlüsse. Naja, gut, was soll ich jetzt noch sagen? Ja, das ist hier ein bisschen doof gelaufen. Artillerie hat einen platt gemacht. Der scheiß Roycard hat einen gekillt. Ja, ah, sie verlieren. Ah, ja, die Runde ist rum. Die Runde, wir haben schon lange gewonnen. Aber anfangs haben sie aber ganz schön reingehauen, muss man ein bisschen sagen, zwischendrin. Ne? Also ein bisschen. Diese Flankenfuzzis, die haben ein bisschen Ärger gemacht. Die haben ein bisschen zu viel Ärger veranstaltet, die Flankentypen da. Aber ja gut, es ging. Ne? Es ging. Ja, wie gesagt, also hier der PT-76, ich weiß gar nicht mehr. Ah, der war vom Battle Pass River Hunt. Hunter, wer das noch mitgekriegt hat. Ansonsten PP, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man einen Battle Pass Panzer nachholen kann. Ich glaube, der erscheint trotzdem hier in der Liste dann. Und den kann man dann für Golden Eagles oder halt, na, helf mal, oder halt auf dem Gaijin-Markt sich besorgen. Allerdings da extra muss ich das dazu sagen, für all diejenigen, die frisch eingeschaltet haben, hier da frisch dazugekommen sind und der Meinung sind, dass Gaijin die Preise macht, hier, der Markt da, machen die Spieler die Preise, die Spieler. Und hier gibt es Spieler, die übertreiben, was Preise angeht, ne? Die sagen dann, ja, komm, rennt bestimmt da draußen einer rum, der zahlt 500 Euro dafür, ne? Ja, das gab es schon und das gibt es noch. Also, ne? Ich habe da schon mal ein, zwei gesehen, die dann gedacht haben, ich würde gerne einen von denen kennenlernen, die da so viel Kohle ausgegeben haben. Aber ich schätze mal, das sind halt wirklich die Leute, die sich sagen, ja komm, das mache ich einmal im Leben. Oder ah, komm, ich habe Kohle und kann mir das leisten. Ne? Ja, solange es die Leute gibt. Ne? Aber ist auch was so Vorteilhaftiges. Ne? Ist auch was Geniales. Ja Leute, ich hoffe mal, ihr habt Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ja. War jetzt ja gut. Ich hab meine Lust drauf gehabt und er ist auch nicht schlecht. Er macht mega Bock. Es dauert Ewigkeiten, bis ich ihn richtig fertig krieg. Ihr seht, hier sind jetzt noch 6000. Ja, gut, weniger davon. Aber hier, ne? Das ist schon eher heftig. Ich bin schon wieder müde. Ich weiß nicht wieso. Ich habe genug geschlafen. Ich weiß nicht, Leute. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Ich habe nicht viel gegessen. Daher, ich werde mich gleich mal zu Tisch begeben. Sie hat gekocht, ich weiß noch nicht was. Manchmal ist hier Grünzeug angesagt, daher esse ich nicht immer alles mit. Sorry, ich bin wie der große Tyrannosaurus Rex. Und der hat auch kein Gemüse gefressen, ne? Aber ich weiß, Gemüse ist wichtig. Na gut, Leute, dann das war's. Ich hoffe mal, wie gesagt, ihr habt Spaß gehabt. Wenn ihr so ist, lasst mal nochmal ein Like oder ein Abo da, das wäre ganz nice. Ich sag doch, wir haben gewonnen. Und ansonsten, wir hören uns dann am Freitag wieder, ne, mit Siegeschipper-Schlachten und mit dem, mir bleibt keine andere Wahl, ich muss das jetzt so durchkaufen, ne, mit dem A1H-Flugzeug am Start bei den Seegefechten, ne, ich werde versuchen, so viele Punkte zu machen, dass ich den auspacken kann. Er hat halt ein 6-3er-Rating, aber ich denke mir, es lässt sich bewerkstelligen, dass ich den in der Schlacht bei den Amis sind mitnehmen kann. Ja. Gut, gut. Dann ja, hören wir uns, ne? Bis dann, Leute. Ciao.